Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Willkommen zurück hier bei Geralt. Ausnahmsweise mal wieder eine Begrüßung aus dem Menü heraus, denn wir sind gerade hier dabei, eine Expedition zu begleiten als Begleitschutz. Angeführt wird das Ganze von Cynthia, einer Magierin der Nilfgaarder, die ja als so eine Art Doppelagentin, Spionin unterwegs war. Sie war ja die Gespielin von Philippa, aber eigentlich hat sie für Nilfgaard spioniert und die sucht hier irgendwie ein Labor eines Zauberers und sucht dort Informationen. Unsere Motivation ist vor allem erstens auch Informationen, aber vor allem Informationen über unsere Vergangenheit. Das hat sie uns nämlich versprochen. Sie hat irgendwelche Geheimdienstberichte gelesen und kann uns etwas über uns selbst erzählen. Ja, das klingt doch hochinteressant. Ich werde trotzdem mal, weil es vielleicht gefährlich werden könnte, hier mal wieder irgendein Öl oder sowas nehmen. Was haben wir denn hier, was wir nutzen können? Falkas Blut ist auch schön. Davon haben wir noch 9. Werden wir mal aufs Silberschwert geben. Einfach mal ein bisschen mehr Schaden. Und dann marschieren wir mal mit ihnen mit. Ah, das reicht immer nur 3,5 Minuten oder so. Das ist natürlich erbärmlich. Okay, aber ich hoffe, wir können diese Gänge hier auch nochmal selbst in Ruhe erkunden. Sollen wir das jetzt hier aufmachen? Wahrscheinlich. Gule! Nein, nur Moda heute. Passt jetzt auf euch auf. Boah, was ist denn das? Oh mein Gott, bin gleich tot. Ich muss kurz mal hier ein bisschen weg. Der hat mich angegriffen, bevor ich Quen machen konnte. Wow! Oh, wow. Okay. Das war ja beeindruckend. Was war das Problem? Ich hätte sofort wegspringen müssen. Es war halt so ein wirklicher Überraschungsangriff. Der kam sofort und hat sofort angegriffen. Ich habe Quen gedrückt, aber es wurde nicht mehr aktiv und dadurch haben wir zweimal fetten Schaden bekommen. Na gut. Alles klar. Gehen wir nochmal hier rein. Wisst ihr was? Dann mache ich das auf jeden Fall nochmal. Zeit für Meditation bleibt ja nicht. Tränke sind insofern schwierig, aber Schleifstein bringt 20%. Ja, dann nehmen wir mal einen Schleifstein auf ein Silberschwert. Ist doch besser als das Öl. Und jetzt, weil ich jetzt weiß, was kommt, ist jetzt ein bisschen cheesy, werde ich aber direkt mal gleich Quen machen. Und na, das Schwert stecken wir erstmal weg. Okay, und dann speichern wir mal an dieser Stelle. Und dann hoffe ich mal, dass das jetzt ein bisschen besser läuft. Jetzt kann ich auch gleich das Schwert zücken. Ja, ist halt so. Gule! Nein, nur Moda heute. Passt jetzt auf euch auf. Boah, du stinkst vielleicht. Die machen aber auch Schaden. 3 auf einmal. Boah! Die sind aber auch. Jetzt haben die anderen mal welche am Hacken. Das ist gut. Okay. Jetzt läuft es ein bisschen besser. Einen haben wir. Den nächsten haben wir. Oh mein Gott. Puh. Wow. Das war nicht ohne. Haben die irgendwas Besonderes bei sich? Oder haben die gar nichts bei sich? Doch, hier liegt ein bisschen was rum. Das sieht nur so aus. Ach, das ist eigentlich ein Skelett, ne? Ne, die haben tatsächlich nichts. Nilfgaarder Pluderhosen. Aber von uns leben doch alle. So, es geht weiter. Was wartet jetzt hier auf uns? Irgendwas besonders Schleimiges? Ja, wo geht's lang? Ich weiß jetzt nicht, wo wir hin müssen. Oh, irgendwas kommt da schon wieder. Oh, na, die hatten wir ja lange nicht mehr. Aber mit denen komme ich mit Sicherheit besser klar. Erledigen wir erstmal die Kleinen, würde ich sagen. Wir können auch unser Adrenalin nutzen, aber ich glaube, es ist fast ein bisschen verschwendet hier. Ah, eine Königin. Oh, wir hatten sie eigentlich von hinten. Verdammt. Wir müssen sie von hinten erwischen. Da, jetzt.
Oh oh. Bist du aber hässlich. Die anderen greifen auch ganz gut an. Ja, schöner Schlag von hinten. Jetzt haben wir ein paar gute Treffer gehabt. Sehr gut. Das war's. Okay, also das lief doch mal deutlich besser. Das war's dann wohl. Ich bin beeindruckt. Meinen Teil der Abmachung habe ich erfüllt. Ich hoffe, ihr haltet es ebenso. Sei gewiss. Ja, wie sie das so sagt. Irgendwie traue ich ihr nicht wirklich über den Weg. Wartet, wir wollen hier noch den Kram einsammeln. Hier lag auch noch was. Ja. Okay. Also diese Kanalisation, die ist irgendwie so riesig und für mich noch undurchschaubar. Mal sehen, ob wir überhaupt nochmal die Gelegenheit haben, hier alles uns anzugucken. Günweil Ed klingt wie so ein, sieht aus wie irgendwie so ein... Oh nee, ne? Erzähl mir jetzt nicht, da ist schon wieder... Oh, wie ich das hasse. Kaum stellt man sich ein geiles Schwert her, kommt das nächste, liegt das nächste geile Silberschwert irgendwo um der Ecke. Das ist doch nicht zu fassen. Schaut euch das an. Ich hätte nichts herstellen brauchen. Das ist ein wunderbar seltenes Schwert mit 3 Slots. Och, Mensch. Naja, nun haben wir's. Ich bin doch keine Ratte, in den Kanälen rumzuwieseln. Wonach suchen wir überhaupt? Nach ein paar Gräbern, habe ich gehört. Gräber? Vielleicht ist dabei was drin für uns. Haltet ihr die Klappe! Wir haben Gesellschaft. Redanische Bastarde. Okay. Jetzt werden wir noch auf der Seite der Nilfgaarder möglicherweise gegen Redania kämpfen. Der Eingang muss hier irgendwo sein. Wenn man unseren Fachleuten trauen kann. Der Henna hat mit Illusionen hantiert. Unter anderem. Er hat auch viel mit Golems experimentiert. Golems mit der Gabe zu sprechen, wie es heißt. Sie waren zwar keine Dichter, aber... Schluss jetzt mit der Lobhudelei. Es ist wirklich eine Illusion. Ich habe den Schwachpunkt gefunden. Zurücktreten. Leiter, Leiter, ein Laun. Lüse, ein Laun, Leiter, dürr. Herzen und Füße, Sie kennen mich beide. Ich habe kein Messer, doch sagt man, ich schneide. Was bin ich? Vorsicht mit der Antwort. Es könnte eine Falle sein. Typisch der Henna. Er war ein Genie mit Hang zu miesen Scherzen. Richtig kindisch. Dann sollte eine Erwachsenengruppe, angeblich Experten, ja keine Probleme damit haben. Fürwahr. Es ist trivial. Die Antwort ist Schmerz. Falsch. Oh mein Gott. Nein, das darf nicht wahr sein. All die Jahre gemeinsamer Forschung. Warum haben wir uns hierauf nur eingelassen? Oh mein Gott. Ich bin entsetzt. Ja, ich habe nur... noch den zweiten Teil in Erinnerung. Irgendwie, ich schneide, aber ich bin kein Messer so oder ich bin scharf, bla bla bla. Den ersten Teil habe ich nicht mehr ganz in Erinnerung. Aber gut, er wird das vielleicht nochmal wiederholen. Ich hoffe, wir enden nicht auch so. Wie wir von den Büchern träumten, den Tränken. Schön oder schrecklich komme ich nachts oder tags. Kurz oder lang, ich bin dein und nur dein. Ertrag's. Okay, das ist jetzt ein anderes Rätsel. Schön, nachts und tags, ich bin dein oder mein. Okay, ein Reim wird es nicht sein. Die Zeit, das könnte passen. Ein Traum könnte auch passen. Der Tod könnte auch passen. Er soll es nochmal wiederholen. Könntest du das Rätsel wiederholen?
Schön oder schrecklich komme ich nachts oder tags. Kurz oder lang, ich bin dein und nur dein. Ertrag's. Ja, Traum. Bin mir ziemlich sicher. Da passt alles. Bei den anderen Sachen ist es ganz schön rumgeinterpretiere. Ich frag mal die anderen. War hier jemand als Kind gut bei Rätseln? Entschuldigt, ohne mich. Dein und nur dein. Ertrag's. Die Zeit. Die Zeit fließt. Sie kommt nicht nachts oder tags. Du redest Quatsch. Aber die Zeit kann schön oder schrecklich sein. Das kann auch ein Reim. Aber ein Reim kann nicht lang sein. Ein Tag schon. Man sagt doch auch, meine Zeit ist gekommen. Aber der Rest passt nicht. Wir spielen hier nicht Topfschlagen. Wir riskieren hier unser Leben. Also ich bin mir ziemlich sicher, ein Traum ist es. Ein Traum. Richtig. Bis jetzt ist es ganz gut gelaufen. Nicht für alle. Ja, das wollte ich aber auch gerade sagen. Hier ist jemand gewesen. Vor kurzem. Tja, nu? Was ist jetzt? Ist das das Labor hier? Na nu, da ist ja die Konkurrenz! Tötet sie! Okay, also ich glaube, die haben keine Chance gegen uns. Erstmal hier die Fernkämpfer erledigen. Schlagt ihn ab. Der verbrennt einfach. Der ist auch hinüber. Da hinten in der Ecke stehen noch zwei. Schlagt ihn! Ah! Das ist unser Magier. Wo haben wir denn noch Gegner? Da! Ein Ritter. Die Sache wird interessant. Sie müssen direkt aus ihrem Lager hier runtergestiegen sein. Bloede Nordling! Noch ein Wächter. Okay, noch ein Rätsel. Aber Leute, wir müssen uns doch hier alles erstmal anschauen. Leiter, ein Laun! Lisa, ein Laun! Leiter, dir! Er reagiert auf meinen Zauber. Und? Wer spricht jetzt mit ihm? Ah, wir müssen wieder. Na, warte mal. Bevor wir das machen, schauen wir uns mal hier genau um. Okay. Hier sind ja wunderbare Wandgestaltungen. Etwas dunkel. Astrologische Karten. Wow. Beeindruckend. Aber sag mal, sind das nicht alle Runensymbole möglicherweise auch, die von denen wir gelesen haben? Legendäre Schätze. Und da sind wir dort wieder. Okay, was haben wir hier in der Mitte? Astrologische Kuriositäten. Hier können wir gerne auch alles plündern, denke ich. Die Gnome von Mahakam und Tier. Und hier unten haben wir noch irgendwas. Eisenerz. So, noch was übersehen? Ja, da. So, das ist aber nur Kram. Gut, ja, wartet mal. Ich will mal in nicht alle Bücher, aber in ein paar Bücher reinschauen. Die könnten vielleicht relevant sein. Also ich denke, diese astrologischen Sachen. Ah, okay. Das könnte jetzt ein Thema werden. Astrologische Kuriositäten. Vor langer Zeit brachten die Prinzen von Bremerwort die Mächte der Tiefe in Rage. Vielleicht sogar die Götter selbst. Ein Meeresdrache erschien in den küstennahen Gewässern, wo er Fischer und Perlentaucher tötete. Das Fürstentum war ohnehin schon von Armut und Hunger gebeutelt, daher beschied der Regent, die Wasser mit einem Jungfrauenopfer zu besänftigen, damals das übliche Verfahren bei Wirtschaftskrisen.
Zum Glück für die junge Frau war ein Hexer in der Gegend. Dieser wurde beim Strandspaziergang einer schlangenartigen Bestie gewahr. Sie tauchte aus dem Wasser auf und hielt auf das Mädchen zu, das in unschicklicher Position an einen nahen Felsen gekettet war. Der Hexer tötete den Drachen, befreite die Frau und, wie die Chronisten berichten, nahm sie mit ihrem Einverständnis auf besagtem Felsen. Wir können eine Reflexion dieser Ereignisse im Sommerhimmel sehen, wenn unsere Herrin in Silbertracht das Gesicht verbirgt. Dort ist die Frau, die panisch nach Westen schaut, von wo sich der Drache heranwindet. Alles klar. Ja, mal sehen, ob das jetzt erfragt wird. Es gibt ein Buch noch über legendäre Schätze, aber kann mir jetzt nicht so richtig vorstellen. Na gut, wir gucken mal, was jetzt für ein Rätsel kommen mag. Die Reisenden ziehen durch die Nacht. Drei Wegweiser haben sie ausgemacht. Sie folgen der Schlange mit Flügeln bei Nacht und auch der Herrin in Silbertracht, wenn sie ihr Antlitz nicht versteckt. Tags folgen sie dem Gewölbe im Berg mit zahlreichen kleinen Gestalten am Werk. Was man für Schätze dort entdeckt. Hörte ich, wie sich jemand beschwert, die Rätsel wären zu einfach? Durchdenken wir die Sache. Wir haben 9 Alkoven mit Fresken. Das sind 3x3 Fresken. Das Rätsel spricht von 3 Wegweisern, die für die Reisenden angebracht sind. Wir müssen die Fresken untersuchen und dort die Antworten finden. Ich sage gerne was zum Rätsel, aber bei der Entschärfung der Vorrichtung mache ich nicht mit. Ich habe ein schlechtes Gefühl dabei. Okay. Also, da könnten tatsächlich die Bücher auch noch eine Rolle spielen. Vor allem, weil auch von Schätzen die Rede war. Löse das Rätsel. Stell dich und 2 deiner Begleiter auf die richtigen Steinplatten. Okay. Müssen wir auf den Platten der Fresken möglicherweise stehen? Ah, okay, ich verstehe. Ja. Das Blöde ist jetzt, dass ich natürlich mir nicht gemerkt habe, was er wieder erzählt hat. Ist das vielleicht im Tagebuch vermerkt? Mal sehen. Tatsächlich. Die Reisenden ziehen durch die Nacht. 3 Wegweiser haben sie ausgemacht. Sie folgen der Schlange mit Flügeln bei Nacht und auch der Herrin in Silbertracht, wenn sie ihr Antlitz nicht versteckt. Tags folgen sie dem Gewölbe im Berg mit zahlreichen kleinen Gestalten am Werk. Gut. Also wir fangen mal an. Sie folgen der Schlange mit Flügeln bei Nacht. Das könnte das hier sein. Das sind zwar... Nee, das würde ich nicht als Schlange interpretieren. Wir haben hier 2 und hier... Ist das eine Schlange? Nee, das ist es nicht. Okay, also dann würde ich sagen, das ist jetzt erstmal das Erste. Das Blöde ist, dass wir da immer wieder runterscrollen müssen, ne? Auch nervig, anstatt das Aktuellste nach oben zu nehmen. Meine Güte. Also, auch der Herrin in Silbertracht, wenn sie ihr Antlitz nicht versteckt. Und dann das Gewölbe im Berg. Die Herrin in Silbertracht. Ich meinte, hier haben wir so ein Wesen, das 2 Gesichter hat. Könnte auch eine Herrin sein. Das ist auch eine Herrin. Was ist denn die Silbertracht? Also hier versteckt sie offensichtlich ihr Antlitz. Das ist aber eine andere Frau. Okay, das ist ein Fluss. Der Gold... Im Goldwasserfall.
Boah, ist alles nicht so eindeutig, ne? Wartet mal, wir hatten doch die Bücher. Ich gucke nochmal ins Inventar. Okay. Legendäre Schätze. Ja. Der zweite Schatz gehört dem Drachen Okwist. Letzterer ist auch bekannt als Kristallberg oder Berg des brennenden Sandes. Ich weiß nicht, ob das im Zusammenhang steht. Und diese Sachen scheinen mir auch nicht unbedingt im Zusammenhang zu stehen. Das heißt, wir müssen uns vermutlich einfach aufgrund der Beschreibung irgendwie jetzt hier die Beschreibung mit den Bildern zuordnen. Wir fangen mal einfach an mit dem ersten. Die Reisenden ziehen durch die Nacht. Drei Wegweiser haben sie ausgemacht. Ja. Sie folgen der Schlange mit Flügeln bei Nacht und auch der Herren in Silbertracht, wenn sie ihr Antlitz nicht versteckt. Tags folgen sie dem Gewölbe im Berg mit zahlreichen kleinen Gestalten am Werk. Was man für Schätze dort entdeckt. Gewölbe im Berg. Was haltet ihr vom ersten Wegweiser? Das Stundenglas ist ein Symbol für Zeit. Ein gewundener Drache, der sich in den Schwanz beißt, steht für die Unendlichkeit und damit für Zeit. Eine Konstellation, denn der alchemistische Drache ist geflügelt. Jeder fähige Alchemist ist auch Astrologe. Es muss eine Konstellation sein. Eine alchemistische Allegorie. Ein geflügelter Drache symbolisiert den Urstoff. Also hier würde ich eher sagen, dieses zweite Element, ne? Ich habe den Wortlaut des Rätsels vergessen. Der erste Vers lautet: Sie folgen der Schlange mit Flügeln bei Nacht. Die Drachenkonstellation war es, glaube ich, ne? Müsste die Drachenkonstellation sein. Ich übernehme das. Was meint ihr zum zweiten Wegweiser? Die weiße Rose ist das Symbol des Ordens der Flammenrose. Da ist ein Wappen im Fresko und in der Heraldik steht Weiß für Silber. Also ist okay. Die Herrin in Silbertracht eine weiße Rose. Der Mond. In der Alchemie steht der Mond für das weibliche Element und auch für Silber als Metall. Der Orden ist im Süden nicht sehr bekannt. Der Totenkopf andererseits steht sowohl für den Tod als auch für die kaiserliche Nausikaa-Division. Diese Einheit kennt jeder in Nilfgaard. Nausikaa könnte die Silberherrin sein. Es heißt der Todfolge der Division und der Name selbst ist weiblich. Oh. Ich weiß nicht. Also das letzte finde ich sehr unwahrscheinlich. Dass Weiß auch Silber sein könnte, ja. Wichtig, wir hören nochmal die Formulierung an. Ne? Ich habe den Wortlaut des Rätsels vergessen. Soweit ich mich entsinne, lautete der zweite Vers: Und auch der Herrin in Silbertracht, wenn sie ihr Antlitz nicht versteckt. Ja, das kann nicht der Mond sein, weil da ist das Antlitz nicht zu sehen. Das finde ich problematisch. Ich würde sagen, die weiße Rose. Es muss die weiße Rose sein. Lass mich das machen. Was fällt euch zum dritten Wegweiser ein? Ein Abgrund, eine Schlucht. Ein altes alchemistisches Gesetz sagt, wie oben, so unten. Dieser Teil des Rätsels bezieht sich auf einen Abgrund. Der Teil über den dritten Wegweiser ist wörtlich zu verstehen. Ich glaube, gemeint ist das Mahakam-Massiv mit seinen Zwergen und Gnomen. Sie bauen diverse Erze ab, die für Alchemisten Schätze sind. Das Gewölbe im Berg muss einen Turm bezeichnen. In den Legenden dienen Türme als Kerker für Prinzessinnen oder als Verstecke für magische Artefakte, die der Held nicht finden soll. Nee, ich würde eher die Bergs... Ja, wie der Turm? Nee, der Turm ja gerade nicht, ne? Aber das zweite war, warum steht jetzt hier der Turm? Warte mal, wie war der Vers? Ich habe den Wortlaut des Rätsels vergessen. Der dritte Vers erwähnt ein Gewölbe im Berg mit Schätzen, das den Reisenden tagsüber den Weg weist. Oh, warte mal. Das den Reisenden tagsüber den Weg weist. Das ist nochmal ein interessantes Detail. Was fällt euch zum dritten Wegweiser ein? Ein Abgrund, eine Schlucht. Ein altes alchemistisches Gesetz sagt, wie oben, so unten.
Dieser Teil des Rätsels bezieht sich auf einen Abgrund. Der Teil über den dritten Wegweiser ist wörtlich zu verstehen. Ich glaube, gemeint ist das Mahakam-Massiv mit seinen Zwergen und Gnomen. Sie bauen diverse Erze ab, die für Alchemisten Schätze sind. Das Gewölbe im Berg muss einen Turm bezeichnen. In den Legenden dienen Türme als Kerker für Prinzessinnen oder als Verstecke für magische Artefakte, die der Held nicht finden soll. Ja, also intuitiv hätte ich gesagt, das zweite. Komischerweise ist hier das zweite der Turm. Aber wenn das Reisenden als Wegweiser dient, dann ist es doch vielleicht eher die Bergsilhouette vor dem Himmel, oder? Boah, echt nicht einfach. Versuchen wir es. Der Berg mit dem Himmel dahinter. Das klingt logisch. Ich stelle mich zu diesem Fresko. Naja, so richtig überzeugt bin ich davon nicht. Mal sehen, ob wir das lösen können. Nehmt eure Plätze ein. Ohne mich. Ich will weiterleben. Wie du meinst. Okay. 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 Warte, war wir jetzt auch auf die richtige? Ah, warte mal. Ach, verdammt, der Turm. Ah, der ist eigentlich der zweite. Ach ja, okay. Dann hatte ich das jetzt missinterpretiert. Die haben das nicht in der richtigen Reihenfolge genannt. Ja, okay, dann stelle ich mich jetzt beim Turm hin, oder? Ich speichere mal. Oh oh. Okay, es war falsch. Wir müssen eine andere Kombination versuchen. Ja, ganz offensichtlich. Mir reicht es langsam. Gut, die Gargoyles sind jetzt Gott sei Dank nicht so ein großes Problem. So. Wo war der Fehler? Ich würde mal sagen, am unsichersten bin ich mir bei der letzten Konstellation gewesen. Insofern versuchen wir da nochmal eine andere Lösung. Die Reisenden ziehen sie von. Also bleiben wir mal bei der. Bei dem, was wir da gewählt haben. Ich übernehme. Es muss die. Lass mich das machen. Und beim dritten gehe ich jetzt mal wirklich vor die Bergsilhouette. Der Berg mit dem Himmel da. Ich stelle. Mal sehen, ob. Nehmt euch. Ohne mich. So, ich prüfe jetzt mal, ob sie sich auch richtig hinstellen. Ich meine, gut, es ist keine Schlange, ne? Es ist ein Drache. Aber Flügel? Hä? Das ist schon ein bisschen perfide, dass alles irgendwie ein bisschen Sinn macht. Aber eigentlich auch das Gute an diesem Rätsel. Naja, versuchen wir erneut unser Glück. Nee, das war's auch nicht. Okay, alles klar. Wir müssen eine andere Kombination versuchen. Alarm! Okay, liebe Leute, ich will das jetzt hier nicht in Trial and Error enden lassen. Ich denke, ich sinniere noch mal ein bisschen nach und ja, vielleicht versuche ich auch noch ein paar Kombinationen. Jetzt hier alle Varianten durchzutesten, ist auch ein bisschen ätzend in so einem Let's Play. Ja. Wir sehen uns das nächste Mal vielleicht mit des Rätsels Lösung. Ich höre mir das nochmal ganz genau an und schaue mir die Fresken auch nochmal an. Also bis dahin, macht's gut, euer Steinwallen.